Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Hunter Cove Soweit. Wir sind immer noch am neuen Waffenpack dran und ich probiere heute mal eine neue Pistole aus. Entweder den Revolver oder die Pistole. Ich schau mal, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall heute schön in der Taiga unterwegs. Mal sehen, was wir damit und der Waffe alles so schießen können. Viel Spaß und let's go. So, also, wir haben ja diese 10mm Davani. Was macht die jetzt? Also welche Klassen 2 bis 6 können wir damit schießen? Ne? Reflexvisier, 10mm. So. Dann müssen wir das halt ausprobieren. Ne? Müssen wir ausprobieren. Ich nehme jetzt einfach mal die hier und schön in so... Was ist das für eine Farbe? Ist nicht Gold? Irgendwas zwischen Gold und Silber? Ist so Weißgold? Weiß ich nicht. Messingfarben? Nennt man das so? Keine Ahnung. Kaufe ich. Ist ja kostenlos. Kostenlos kaufe ich immer sehr gerne. Auch im Real Life. So, kompatible Gegenstände. Wir brauchen natürlich die Durchschlagskraft-Munition. Also nicht Hohlspitze, sondern Flachkopf. Flachkopf! Klingt wie eine Beleidigung, ne? Hey, Flachkopf, komm mal her. Vielleicht können wir die jetzt zusätzlich, weil die Kuomo ja nicht so viel wiegt, vielleicht können wir die jetzt einfach zusätzlich mitnehmen. Dann haben wir einfach 5 Waffen dabei. Lol. Und ein Reflexvisier habe ich auch noch nicht. Kaufe ich auch. So. Gehen wir ins Lager. Schmeißen die natürlich hier ins Inventory rein. Dann haben wir hier den Flachkopf. 110. Oh, 110 habe ich gekauft. Ich habe oft drauf geklickt. Okay. Reflexvisier. So. Top. Gesamtkapazität reicht immer noch. Ich kann die also auch mitnehmen. Sehr gut. Das wird interessant. Das wird interessant. Ich schieße jetzt mal nicht. Ich möchte das am lebenden Tier testen. So, ich habe mir vorhin hier einen Punkt gesetzt. Genau, da müssen wir hin. Da ist nämlich noch auf meiner Map schon wieder falsche Taste gedrückt. Ich bin immer noch in Way of the Hunter. Bin immer noch drin. Ich stecke da drin und komme nicht raus. Wir müssen zu diesem Aussichtspunkt. Auf dem Teil der Karte war ich nämlich überhaupt noch gar nicht. Mag die Map. Fällt mir immer sehr gut. Ist zwar von der Vegetation her nicht optimal, also... Das heißt nicht optimal. Die ist ein bisschen schwieriger als die anderen Maps von der Vegetation her. Oder so eine, sagen wir mal, so ein Silver Ridge Peaks oder eine Savanne. Es ist halt deutlich einfacher bei viel mehr offene Flächen. Allerdings hat man hier auch so zugefrorene Seen, auf denen ab und zu mal so ein Tier rüberläuft. Und das ist natürlich dann Freiwild. Ne? Also das kann man wirklich sehr gut schießen dann in dem Moment. Und für einen kann man es auch sehr, sehr gut erkennen, weil... dunkles Tier vor weißem Hintergrund. Super. So. Ist übrigens Wasser mit einem bisschen Multivitaminsaft drin. Also nur so einen kleinen Shot, ne? So, zack. Auf 2 Liter Wasser vielleicht so ein Schnapsglas voll. Damit das ein bisschen tasty ist, ja? Damit das nach was schmeckt. Und... Aber Wasser ist gesund. Meine Freunde. Ja, genauso wie Vitamine. Vitamine sind auch gesund. Ja, Apple a day, you die anyway. So. Ne? Wisst ihr Bescheid. Übrigens, schöner Joke, über den ich immer lachen muss. POV, du hast gerade promoviert als Arzt und dein Crush isst jeden Tag einen Apfel. Schön. Doch noch was erlegt. Ja, Silber, Doppellunge. Schönes Ding. Schönes Ding. Mit der neuen 10mm Davani G4LS. Ja. Dichter lässt er uns nicht rankommen. Look it. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, doch. Geht. Ist ein Klasse 2 Tier. Genau. 2 bis 6, ne? Und, Alter. Einmal alles bitte. Schön vorne durch. Top.
ein Moschus. Ich habe es, glaube ich, in die Wirbelsäule getroffen. Das war jetzt ein bisschen voreilig geschossen. Oh, doch noch ganz leicht die Lunge angekratzt. Aber nicht die Seite, auf die ich geschossen habe, sondern die gegenüberliegende Seite. Oh, lololololol. Aber es war trotzdem nur ein Weibchen. Schade. Aber wir sammeln Pistolenpunkte. Es läuft langsam mit der Waffe. Ich hätte ja mal richtig Bock drauf, so ein Wasserbüffel, Kaffernbüffel oder sowas. Wenn die auf mich zugelaufen kommen, so 15 Headers zu geben. Top. Ich finde es auch gut, dass die sofort liegen bleiben. Also klar, es sind Zweiertiere. Und die Waffe fängt ab 2 an. Klar bleiben die da liegen. Also die haben gar keine andere Wahl. Aber ich finde es gut. Er ist schon wieder ein Weibchen. Ja, stimmt, ja. Hab's ja gesehen. Aber schön Doppellunge. Top. Aber das ist natürlich, wenn man jetzt, also wenn ich jetzt diese, das ist jetzt, sind ja jetzt, ist ja ein neues Waffenpack rausgekommen. Und die Pistolen davon probiere ich jetzt aus ein bisschen. Und die 10mm, wie gesagt, da muss man sehr nah ran an die Tiere. Ist natürlich aber auch wieder eine Schleichübung, ne? Man muss halt sehr nah ran. Das ist wie beim Bogen, ne? Wenn man Bock hat, Bogen zu schießen in dem Game, übt man sich auch zwangsläufig in dem Ranschleichen. Wie nah kann ich da ran? Was muss ich beachten? Gehe ich durch Büsche? Von welcher Seite näher ich mich? Wie steht der Wind? Sowas ist alles sehr, sehr wichtig dabei. Seht ihr eigentlich noch was? Ist wirklich dunkel, ne? Hab's auf jeden Fall getroffen. Hab ich ihn getroffen? Oh, da unten erst. Oh, okay. War's auch wieder ein Weibchen, ne? Ja. Kannst du in den Einstellungen diese Rotpunktvisiere einstellen? Was? Echt, ja? Warte mal. Und wo? Nutzeroberfläche? Visiere. Okay. Kreis. Ah. Punkt. Rot. Oh, lol. Fahnenkreuzgröße? Klein. Digga, ich brauch klein. Oh, lol. Das ist nice. Sehr gut, vielen Dank für den Tipp, das wusste ich auch noch nicht. Weiß ich nicht, ob ich damit auf einen Elch schießen sollte. Aber ich habe auf jeden Fall getroffen. Jo, Elch. Elch geschossen. Das ist, glaube ich, ein Dreier, ne? Ich würde sagen, Dreier. Ja, ein Dreier. Bronze. Weil das ist der... Oh, das ist der Elch, mit dem ich... Mit der Pistole geschossen habe. Darum hat der... Ist der nur Bronze statt Silber? Aber der zweite Schuss dann, Doppellunge Herz, einmal alles bitte, mit der 300er Magnum. Das hat zumindest gepasst, aber wie gesagt, ich habe einmal mit der Pistole drauf geschossen. Ja. Ist halt ein Klasse 8 hier und die Pistole geht bis Klasse 6. Was willst du machen? Ist halt so. Also, war das aber wirklich klein. Egal. Das war ein sauberer Herztreffer. Und wie viel wollen wir wetten? Dafür ist er zu schnell gedroppt. Der war krass. Easy. Doppellunge Herz. Top. Silberner Elch. 114. Das sind nur Weibchen, ne? Der Bock ist nicht mehr da. Oder kommt er da noch?
Dem einen Weibchen habe ich 2 Kugeln gedrückt, okay. Schön. Also es macht schon Spaß, aber ich muss halt echt nah ran an die Viecher. So, bronzenes Weibchen 121, Entschuldigung. Ja, schöner Herztreffer. Mit der Pistole aus 75 Metern. Schön. Natürlich die Frage, können wir nochmal? Ah, wir könnten. Wir könnten es versuchen. Oh ja, sehr, sehr gute Position für einen Screenshot. Sehr, sehr gute Position für einen Screenshot. Aber leider nur Silber. Single Lunge. 185,8. So, und das war's auch wieder mit dieser kleinen, aber feinen. Diesmal sehr klein, aber fein, weil wir sehr wenig getroffen und geschossen und gesehen haben auf dieser Map. Ist krass schwierig geworden. Die Tiger. Auf jeden Fall war es mit dieser kleinen Runde The Hunter Cove soweit. Ich habe heute die neue Waffe ausprobiert. Ich muss noch mal kurz gucken, wie sie heißt. Die Davani G4LS 10mm Pistole. Macht schon Spaß. Also ein 15er Magazin macht schon Spaß. Gerade wenn man dann, weiß ich nicht, mehrfach auf ein Tier schießt oder sowas, also zweimal auf ein Tier und dann nochmal zweimal auf das Tier, was daneben doof rumsteht, das ist schon krass. Aber man muss halt sehr, sehr nah an die Tiere ran. Ich meine, das übt auch, also wer da noch nicht so erfahren ist und das üben möchte und keinen Bock auf den Bogen hat, kann das Ding dafür nehmen. Das übt krass, dass man dann, weiß ich nicht, auf 70, 80 Meter auf das Tier ran muss, bevor man schießt. Das ist schon eine gute Übung. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut, bis dann, ciao.